Augen auf, Hirn zu. Hier sind wieder Brain Display, ich bin hier mit Ferner Falay. Und ich mit Saffron und irgendwie müssen wir zu unserem... Wow. Hallo, müssen wir ein... Gut, dass wir schon mal da sind. Ah, neue Missionshinweise. Ja, hier rausfinden. Brainless Play, Ferner Falay. Versteckt, Lydia liebt Musiker im... Oh. Lydia liebt Musiker und Musik, vielleicht kann diese Tatsache gegen sie verwendet werden. Tja, das war... Okay, gucken wir mal. Bestimmt ist unser Freund ein Künstler und kein Musiker. Verdammt. Boah, die haben auch noch Licht und alles. Die sind echt heftig. Das sind einfach die Bossgegner. Schnell zu ihr, zu Samuel. Ja. Das war einfacher als erwartet, hier zu fliehen. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Abend, Sir. Aber wir sollten jetzt... Oh, ich finde den Kerl so cool. Ja. Gehen wir. Wir haben alles, was wir hier wollten. Boah, wir müssen Pendleton aber noch in den Arsch treten. Aber so richtig. Ich fordere ihn auf ein Leben mit... auf ein Leben mit... auf Duell und Tod. Okay. Oh, wir haben... Wow! Dank deiner... wow, nach der Säuberungsaktion war da wirklich nicht... allgemeiner Chaosfaktor. Natürlich. Leichen oder bewusstlose Personen entdeckt. Gegner eliminiert! 22! Das ist ein neuer Rekord, denke ich. Aber keine Zivilisten und keine Alarme ausgelöst. Ja, also wir hätten sowieso mindestens einen gekillt. Wir haben auch wieder alles rausgeholt. Gut. Aber ich glaube, bisher können wir das Spiel auch komplett als Pazifist spielen. Könnte man. Der letzte Schlachtzug. Es geht in Richtung letzte Mission. Bevor wir die DLC irgendwann spielen. Wir werden uns da bestimmt eine Pause gönnen. Ja. Es ist zwar ein tolles Spiel, aber es gibt viele tolle Spiele. Ich schau mal im Weinkeller. Vielleicht vertreibt er sich dort seine Sorgen. Ja, ja. Samu, du musst doch nicht so tun, als ob. Ich glaube, jetzt geht's den Bach runter. Oh Gott. Oh Gott, die haben uns gefunden. Ja, exakt das. Das wäre so typisch. Also, das Samu ist meine Vermutung. Noch nie aus dem Boot ausgestiegen. Wir haben einen Marker für Lord Pendleton. Aha. Vielleicht ist das... Oh, okay. Nee, okay. Ist in Ordnung. Sokolov, alte... Nee, Sokolov. Piero, ich glaube, er wäre sehr beleidigt. Piero, alter Q. Etwas für Sie konstruieren? Wir haben was gefunden. Ja, wir haben einfach was geklaut. Guck mal. Wir haben den Plan. Haftgranate. Ich dachte, wir hätten was mit Stacheln. Ich dachte es auch. Wie mies. Wir haben echt viel Geld wieder. Ja, 4000 gelootet. Mhm. Wir brauchen im Moment nichts, aber wir könnten... Nein, wir haben keine Betäubungsbolzen. Ich will ein paar Betäubungsbolzen, die waren immer ganz praktisch. Wie sind die denn draufgegangen? Verwendet und die findet man sehr selten. Warte mal, das reicht schon. Ja. Willst du ein paar Haftgranaten? Nein, die benutzen wir genauso wenig wie Granaten oder Sprengminen. Was sonst? Verbesserungen, du kannst die restlichen Verbesserungen kaufen. Oh, wir haben kaum noch, wir haben unser halbes Ammunition, unsere halbe Munition weggeschossen. Nee, wir haben eigentlich bloß keine weitere gekriegt, nachdem wir aufgewertet hatten. So. Aber gut, jetzt können wir dann viel mehr, jetzt können wir uns auf Zeug kaufen. Beschränken. Tatsächlich klettern, wer tut denn sowas? Wir teleportieren uns. Lord Pendleton, sie mieses Drecksstück. Geschafft. Und wir haben eine Frau aus dem Weg geräumt. Eine Edelfrau dazu. Doch Boy war eine Schlange. Sie half dem Lordregenten, die Kaiserin zu töten. Ich habe kein Mitleid mit ihr. Also, ich habe gehört, dass sie für meinen Arschloch. Namen auf spektakuläre und für sie riskante Art und Weise gekämpft haben. Dafür danke ich Ihnen. Dieser kleine Gegenstand hier hilft meiner Familie seit vielen Generationen. Aber Ihnen nützt er sicher noch mehr. Hier, bitte. Eine lange Nacht, Corvo. Aber sie ist nicht vorbei. Havelock und Martin haben auch schon ein weiteres Projekt für Sie. Und würden Sie gerne sehen? In Havelocks Quartier über der Bar. Eine Rune. Eine Rune. Das war wirklich alles. Was zur Hölle? Was willst du? Und dein Danke und tut mir leid war auch nicht gerade ausgefallen. Tut mir leid, dass ich dich reingelegt habe. Wir könnten. Ich will aber eigentlich die Beherrschung. Ich will Menschen beherrschen können. Ja. Sparen wir noch ein bisschen. Sparen wir ein bisschen. Und schon wieder Geld. Okay. Ey, die haben echt viel Geld, wenn sie ständig nach unseren Säuberungsaktionen wieder nachlegen können.
Gut, was gibt's? Alles, was wir getan haben, alles, was Sie getan haben, führte uns letztendlich zu diesem Moment. Der Lord Regent ist bloßgestellt, Corvo. Warum das denn? Und alles ist bereit, in die Hä? Wir sind ein das macht keinen Sinn? Ein Mann, ein schlagendes Herz. Das ist alles, was von den Mächten übrig ist, die die Stadt an den Rand des Untergangs brachten. Wir hätten doch ihm einfach bloß den Kopf abschlagen können. Nicht leicht. Die Paranoia des Lord Regenten ist so groß wie nie zuvor. Er hat ja, natürlich, weil wir alle abgemeuchelt haben, ihr Arschlöcher. Die nahestanden, ja. Und auch Sokolov, der seine Sicherheitstechnologien entwickelt hatte. Jetzt hat er im Dunmore Tower jeden noch verbliebenen Loyalen. Dafür haben wir aber einen Schlüssel. Ja. Wer weiß, dass etwas ist das tatsächlich ein Schlüssel? Für das kann missionenübergreifendes das Item? Das wäre echt mies. Samuel sie dicht an den Tower an das Wasserschloss. Ey, als sie das letzte Mal dort Samuel ist mehr wert als ihr alle zusammen. Alles begann. Nun gehen sie dorthin, um alles zu beenden. Viel Glück, Corvo. Ich weiß nicht, was wir sonst noch sagen könnten, außer dass unsere Hoffnungen mit ihnen gehen. Ihr habt mir den Job nicht leichter gemacht. Ihr habt nur den Gegner paranoider gemacht. Ja. Wirklich. Habt ihr denn noch nie irgendwas? Da gab's noch Maps und so auf dem Schreibtisch. Oh. Zum Hauptraum des Pubs. Hier, die Map, die hat die Map auf seinem Schreibtisch. Oh. Eingang, erster Stock, der Dunmore Tower. Oh. Okay. Hilft mir nicht besonders viel. Waren wir da nicht schon mal? Ja, das war anscheinend da, wo wir gefangen waren. Die Stimmen der Pendletons. Okay. Okay, das ja, heißt, stimmt. Im Parlament sind die Stimmen weg und... Verteidigungshaushalt wurde nicht ratifiziert, hat kein Geld mehr. Ah, gut. Im Parlament geht's bergab, nachdem wir seine Unterstützung... Super, wir stürzen das Land nur noch mehr in Chaos. Yep. Also, auf zu Sammy. Warte mal. Hast du noch eine Mission für mich? Keine große Hilfe waren, wenn das hier vorbei ist. Warte, es gibt hier garantiert noch wieder eine Nebenmission. Vielleicht. Und da oben ist noch eine Rune, die okay, kannst du dir echt holen. Okay, das letzte Mal haben wir nur ein Knochenartefakt versammelt. Ja, aber Knochenartefakte sind nicht so wichtig. Du Wichser. Habe ich den Kerl gerade geschubst? Ein bisschen. Hehe, hat er verdient. Ernsthaft, wir haben ein Duell für dich ausgefochten und dein Leben gehört uns. Wortwörtlich, dein Leben gehört uns. Oh, da hat uns jemand... Wir dürfen uns noch nicht mal ausruhen? Ja. Was ist das für eine Notiz? Anonyme Notiz. Wer immer sie auch sind, ich muss ihnen dafür danken, wenigstens einen Teil meiner Familie verschont zu haben. Wir alle haben Feinde, jedenfalls wir Beulschwestern. Auf eine seltsame Art und Weise haben sie mir einen Gefallen getan, also verdienen sie auch eine Belohnung. Ich habe das hier von einigen meiner verschwiegenen Diener zu einem ihrer eigenen Diener befördern lassen. Mögen sich unsere Wege nie wieder kreuzen. Wow. Sie hat uns gedankt, dass wir die Schwester nicht getötet, sondern nur weggeschafft haben. Ja. Und sie ist froh darüber, dass sie weg ist. Ja. Ich will noch zu Emily, bevor wir weitergehen. Vielleicht schläft sie ja. Vielleicht spielt sie auf Verstecken. Emily? Geil. Okay. Ich glaube, wir kriegen ein Chaosende. Ja, ich fürchte es auch. Ich glaube, dieses Bild ist so der Indiz, welches Ende wir kriegen. Ja, das könnte sein. Schau mal nach links. Dosenfleisch. Hm. Und... Ja, ja, sage ich ihr. Aber du musst trotzdem lernen. Als Kaiserin hast du richtige Lehrer, einen für jedes Fach. Und viele Diener. Wird sie Spione haben? Ja, antworte ich. Ich denke schon. Und Ratgeber? Ja, du wirst sie kaum zählen können. Sie will einen Konditor. Nun sage ich ihr, du wirst eine ganze Küche mit einer Armee von Köchen bekommen. Und natürlich fragt sie, ob sie jeden Tag Kuchen haben kann. Wenn du willst, meine junge Kaiserin. Oui. Und dann kichert sie immer. Manchmal wird sie sehr traurig, wenn sie sich erinnert. Sie denkt an ihre Mutter. Es ist ein halbes Jahr her. Und Emily scheint aber doch manchmal höchst... Ach ja, stimmt ja. Mag das nicht. Wir waren ja ziemlich lange im Gefängnis. Ja. Wo ist Emily? Und sie war ungefähr genauso. Geh doch einfach mal in den Club, in den Pub. Wir haben auch irgendwie einen Schlüssel für den Hauptraum des Pubs gekriegt. Sie war... Das war nicht so klug. Weder in ihrem Zimmer, noch in unserem Zimmer. Was mich ein bisschen... Und das sind auch verflucht wenig Leute hier. Wo ist Emily?
Du hast einen Monsterblick, mit dem du alles durchscannen kannst. Such doch mal nach was Kleinem. Und da oben sind die. Da ist da es. Hinten warte sitzt mal, habe ich sie da übersehen? Nee, das ist bloß eine Bedienstete. Das ist die, die alles wir Kalista. Das letzte Mal bespannt haben. Da ist halt nämlich ein bisschen mit ihr reden. Wo ist Emily? Emily versteckt sich wieder. Das war anfangs ein Spiel, doch jetzt will sie mich damit ärgern. Können Sie sie zu mir schicken, wenn Sie sie sehen? Es ist Zeit für den Unterricht. Oh. Klingt nach einer netten kleinen Nebenquest. Suche in den Straßen nach Emily. Krieg ich dafür einen Questmarker? Das wäre zu einfach. Wow, die eifert uns ganz schön nach. Oh, offensichtlich ist... Oh Gott. Dummes Gör. Wehe, du bist hier unten. Wehe, du bist jetzt ein Weiner. Dann wäre A, alles umsonst und B, ich sehr traurig. Ach was. Schon wieder so ein Teil. Die sind echt viel Geld wert, wenn du sie tötest. Nein. Au. Schieß drauf. Wenn sie offen sind. Ich glaube, die mussten offen sein, damit man ihnen was... Ja. Zumindest geht's deutlich schneller. Aber die sind selten allein. Okay, nochmal hier draußen fertig erkunden. Hm, also hier ist sie schon mal nicht. Oh. Dafür noch eins von denen. Das ist nochmal ein bisschen Geld. Oh. 50 gleich. Das Coole ist, dass wir die Bolzen wieder zurückkriegen. Auch hier. Und hier ist auch noch eine, die du voll daneben gesammelt hast. Hier kannst du hochklettern. Echt das Schlimmste für Emily befürchtet. Ich auch. Das wäre so typisch dieses Spiel. Ja. Sie hat sich in den Straßen versteckt. Und jetzt wurde sie von dem Weiner gefressen. Oh, die Kettendynamik. Wenn sich dieses kleine Mädchen als einziges in diesem Spiel vor unserem Blick verstecken kann... dann wäre ich echt beeindruckt. Ich auch. Wir haben übrigens auch schon lange keine Assassinen mehr gesehen. Naja, die Musiker auf dem Fest. Nee, Assassinen, richtige. Du weißt schon, die sich teleportieren konnten, ja, und so. Stimmt. Wieso waren die eigentlich im Dienst von Lord Regenten? Ist doch alles verboten, Magie. Ach, doch nur dem... Das ist ein Schlüssel. Hätt's hier den Schlüssel gegeben? Auf der anderen Seite? Ja, es sieht schon danach aus. Hätt's hier den Moment. Schlüssel für da drüben gegeben? Ich habe Emily gehört. Da. Du hast dich verraten. Psst. Sei leise. Ich verstecke mich vor Callista. Sie mag das Spiel. Nee, nicht mehr. Überhaupt nicht. Ja, wir haben das gespielt. Warum Verstecken so lustig ist. Hier. Das habe ich am Flussufer gefunden. Ich habe es als Glücksbringer unter mein Kissen gelegt, aber... Knochenartefakt oder Rune. Rune. Ich schenke es dir. Nimm ruhig. So, Hausaufgaben. Verstecken wird langsam langweilig. Oh. Jetzt möchte sie als nächstes Leute töten. Auf der anderen... Schau noch mal, ob du irgendwie mit dem Blick nicht vielleicht... Es ist halt wirklich hier auf der anderen Seite und es sieht für mich entweder wie ein Schlüssel aus oder wie ein Bolzen. Es sieht wie ein Schlüssel aus, eindeutig. Teleport dich oben drüber? Wenn du ein bisschen weiter oben bist, vielleicht? Eindeutig zu hoch. Kannst du da oben? Ja, ich probier's gerade mal. Wir haben sowieso super. Oh, da schiebt's mich runter. Unsichtbare Mauern. Das ist echt gemein, ich will den Schlüssel haben. Da, unsichtbare Mauer. Mhm. Ja, nee, das ist tatsächlich eine unsichtbare Mauer. Wie gemein. Wie äußerst gemein. Und wo ist unser Nebenquest? Was sind die Hauptinseln des Kaiserreichs? Serkonos, Bristol. Das hätte ich auch fast gewusst. Und Marley.
Richtig. Und welche ist die größte? Crystal. Und die ist auch die beste. Funktioniert Walöl? Das ist eine Fangfrage. Das weiß keiner. Nicht einmal Piero. Es, wie Walöl funktioniert. Aber ich fürchte, sie lenken das Mädchen zu sehr ab. Ja, ich gehe schon. Guten Tag, Sir. Du keiner hat nix? Eine Aufgabe für uns? Nochmal mit Piero reden? Soll ich etwas für Sie tun? Ach. Ich kann alles herstellen. Okay. Dann gibt's halt jetzt für die letzte Mission keine Nebenquest. Mir fällt auch sonst niemand mehr ein. Bereit, den Lordregenten zu treffen? Es wird Zeit, dass wir uns um ihn kümmern. Höchste Zeit. Gut, das machen wir aber in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst uns doch ein Like, einen Kommentar, ein Abo da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn wir dem Lordregenten ein bisschen zu Leibe rücken. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Auf einmal. Ball noch erwischt. Oh mein Gott, er hat... Das ist ja eigentlich kein Ball, es ist ein Schild. Es ist kein Ball, es... Ah, verdammt. Ich dachte, ich hätte den Ball. Ja, nein. Destroy him! Brrrr. Gib ihm so richtig aufs Maul. Okay, hey, das sieht aus so wie im Dschungelbuch. Ja, das war ein bisschen ganz schlecht. Bösen. Okay, ich gebe dir 3 Level Zeit, um dich einzuspielen. Das war Nummer 1. Dann gucken wir mal. Aber ich hab die Geschwindigkeit wieder.